Pressekonferenz nach dem Spiel SV Wacker Burghausen gegen TSV 1860 München. Ich begrüße erstmal beide Trainer, einmal den Daniel Birovka und einmal den Patrick Mölz. Und ich begrüße natürlich auch alle Pressevertreter. Das Spiel endete 2:0 für den SV Wacker Burghausen. Halbzeitstand war 0:0. Die Tore haben geschossen in der 53. Minute die Nummer 34, der Christoph Buchner, und das 2:0 der Sascha Marinkovic in der 74. Minute. Zuschauerzahl 8.520, besondere Vorkommnisse gab es keine, und deswegen übergebe ich recht herzlich das Wort an den Daniel Birovka. Ja, danke, erstmal Gratulation an Patrick und an Wacker Burghausen zum Sieg. Ja, im Endeffekt kann man es relativ schnell abhaken, das Spiel, weil im Endeffekt hat der Gegner mehr, ein bisschen mehr Leidenschaft gehabt in den entscheidenden Situationen. Wenn wir von Tor waren, haben wir nicht die nötigen Willen gehabt, das Tor zu machen, und auch im Verteidigen waren wir dann teilweise zu sorglos, und dann verlässt er halt so ein Spiel. Dann braucht man nicht mehr groß über irgendwas reden. Einfach der letzte Biss, die letzte Leidenschaft hat bei uns gefehlt. Und deswegen hat der Gegner auch verdient gewonnen. Danke. Klare Worte, Patrick. Das Wort übergebe ich jetzt an dich. Hallo erstmal. Danke, Dani. Wir haben heute natürlich einen Sahnentag erwischt, keine Frage. Wir haben praktisch, was wir uns vorgenommen haben, nahezu perfekt umgesetzt. Wir wollten die Bälle vor unsere Kette verhindern, das haben wir ziemlich gut hinbekommen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass der Gegner aufgrund von der individuellen Klasse und von der Klasse insgesamt zu Situationen vor dem Tor kommt. Hatten wir mitunter auch in der ersten Halbzeit ein bisschen Glück, wobei wir natürlich auch eine 1000-prozentige haben, die was, weiß ich nicht, 30 cm an die Latte schießen. Wir wollten einfach das Ding über 90 Minuten durchziehen und schauen, was am Ende dabei rauskommt. Und ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir das heute sehr, sehr gut gemacht. Und wir freuen uns über die drei Punkte.